بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, nachdem wir im letzten Unterricht uns unterhalten haben über das Thema Amr, passt es, dass wir uns heute zum Gegenstück dazu unterhalten, und zwar An-Nahi. An-Nahi wird normalerweise übersetzt mit Verbot und sprachlich gesehen kommt es vom Verb Naha und Naha bedeutet eben verbieten und An-Nahi ist das Substantiv davon, bedeutet dementsprechend die Untersagung bzw. das Verbot. Und wir haben ja die Definition von Amr kennengelernt und hatten erfahren, dass Amr eine Aussage ist, mittels der jemand, der hierarchisch über einem steht, einem anderen vorschreibt, also dem anderen, der unter ihm steht, vorschreibt, etwas zu tun. Dementsprechend geht es hier nicht um das Tun, sondern um das Unterlassen. Nahi ist also eine Aussage, mittels der jemand, der hierarchisch über einem anderen steht, letzterem vorschreibt, etwas zu unterlassen. Auch hier wiederum, wenn wir nämlich nicht diese Einschränkung erwähnen würden, hierarchisch über einem steht, angenommen jemand, der unter einem anderen steht, wir zum Beispiel würden zu Allah Azza wa Jal die Nahi-Form verwenden, die verbietende Form verwenden eines Verbes und wir würden sagen, Allah macht das nicht. Das heißt zum Beispiel, bestraf uns nicht. Dann ist das wiederum eine Form des Bittgebetes, eine Form von Dua. Und dementsprechend ist das eben der Unterschied. Beides sind Formen von Nahi. Das eine richtet sich von oben nach unten, dann ist es ein Befehl, etwas zu unterlassen. Und das andere richtet sich von unten nach oben, dann ist es quasi eine Bitte. Natürlich kann eine Tat auch direkt als verboten bezeichnet werden, indem man beispielsweise sagt, das ist Haram oder die Strafe für diese Tat ist dies und jenes. Das heißt also, es gibt verschiedene Arten, woraus wir verschiedene Ausdrucksformen, aus denen wir entnehmen können, dass uns der Gesetzgeber etwas verbietet. Eine Form ist, dass er sagt, mach das nicht. Eine zweite Form ist, dass er sagt, das ist Haram. Eine dritte Form ist, dass er sagt, wer das und das und das macht, dessen Strafe ist das und das. Oder wer das und das und das macht, der wird schon sehen, was ihn im Jenseits erwarten wird. Das sind alles verschiedene Ausdrucksformen für ein und dieselbe Angelegenheit, und zwar den Nahi. Genauso wie wir uns beim Amr bestimmte Fragen gestellt haben, stellen wir uns auch in Bezug auf An-Nahi bestimmte Fragen. Und zu den Fragen gehört, was ergibt sich denn aus dem Nahi? Ihr könnt euch erinnern, wir haben auch uns überlegt, was ergibt sich aus einem Amr? Und auch hier fragen wir uns, was ergibt sich aus dem Nahi? Und beim Amr hatten wir nämlich gesagt, aus einem Amr ergibt sich, dass diejenige Sache, die angeordnet wird, grundsätzlich wajib ist. Wir haben uns darüber lang und ausführlich unterhalten, was das Wort grundsätzlich auch bedeutet. Und dementsprechend auch beim Nahi, wenn man dir sagt, mach das nicht, ist die Frage, was ergibt sich daraus? Welcher Hukum Shar'i von den 5 Ahkam Shar'iyya, die wir kennen, ergeben sich daraus? Und auch hier sagen wir, grundsätzlich gesehen ergibt sich für die Ibadah das etwas und auch für die Mu'amala, dass etwas Haram ist. Das heißt, wenn etwas verboten wird, dann gilt grundsätzlich das Haram. Hier sehen wir also, wenn der Gesetzgeber uns etwas verbietet, dann muss es nicht unbedingt Haram sein. Es kann auch andere Gründe geben, warum dir jemand etwas verbietet, wie wir noch sehen werden, inshallah ta'ala. In Bezug auf Gottesdienste und Handlungen würden wir dann sagen, dass die entsprechende Handlung Haram ist. Und
In Bezug auf Verträge würden wir sagen, dass der entsprechende Vertrag in diesem Fall Fasid ist. Fasid oder Batil ist. Gibt es Beweise für diese Grundregel, die wir uns gerade eben aufgestellt haben? Sicherlich. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hashr, in der 7. Ayah, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Das heißt sinngemäß übersetzt, was euch der Gesandte gibt, das nehmt. Und was er euch verboten hat, dessen enthaltet euch. Aus dieser Ayah entnehmen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala Dinge anordnet und auch Dinge verbietet. Und dass, wenn der Prophet ﷺ uns etwas anordnet oder etwas uns verbietet, es den gleichen Stellenwert hat, wie wenn Allah ﷺ das uns gesagt hat. Okay? Und der Beweis dafür ist, dass Allah selbst uns zur Gehorsamkeit seines Gesandten gegenüber ﷺ aufgefordert hat. Und die Tatsache, dass wir uns dessen enthalten sollen, bedeutet ja, dass die Sache haram ist. Das ist, was aus der Ayah entnommen wird. Was er euch untersagt, was er euch verbietet, nahi, auf Arabisch kommt das Wort auch davor, wa ma nahakum, das kommt vom Verb naha, dessen enthaltet euch. Also wir müssen uns davon zurückhalten. Und eine Sache, vor der wir uns zurückhalten müssen, das nennen wir per Definition haram. Ebenso sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, der zu den wichtigsten Hadithen überhaupt gehört. Er sagte, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Auf Deutsch übersetzt, wer etwas tut, was nicht zu unserer Angelegenheit gehört, dessen Tat wird verworfen. Wer etwas tut, was nicht zu unserer Angelegenheit gehört, unsere Angelegenheit ist der Islam. Wer also was tut, was nicht in Bezug auf Ibadah natürlich, was nicht zu unserer Religion gehört, dessen Tat wird verworfen. Und durch diesen Hadith hat Allah subhanahu wa ta'ala, das Prophet, beziehungsweise Allah azza wa jal, hat dadurch die Religion bewahrt vor irgendwelchen Veränderungen und Hinzufügungen. Und dadurch, dass man uns angeordnet hat, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu befolgen, wissen wir, wie wir es wirklich zu tun haben. Und das sind zwei ganz wesentliche Aspekte. Mach es so, wie der Prophet es dir vorgemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, und mach es auf keinen Fall anders. Das sind die zwei entscheidenden Pfeiler. Manche Ulama, die Hanbaliya, unterscheiden in Bezug auf, was wir gesagt haben, zwei Fälle. Das heißt also, wenn jetzt eine Tat von Allah subhanahu wa ta'ala für uns verboten wird. Man sagt, es gibt einen Nahi, ich benutze aber jetzt den Begriff Nahi, inshallah. Ja? Weil unter Verbot versteht ihr wahrscheinlich meistens, dass das haram ist. Aber das muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Deswegen benutzen wir den Begriff Nahi. Wenn es also einen Nahi gibt, in Bezug auf eine Tat, dann gilt diese Tat grundsätzlich für uns als haram. Denn der Prophet hat uns gesagt, sie wird sowieso verworfen, sie wird von Allah nicht angenommen. Und Allah hat uns gesagt, dessen enthaltet euch. Die Frage ist jetzt aber, ergibt sich daraus, dass uns etwas, dass es ein Nahi gibt, automatisch, dass die Tat Fasid ist, ungültig ist, Batil ist? Das ist ein riesengroßes Thema unter den Usul-Gelehrten. Und die Frage kann man eben nicht mit Ja oder Nein beantworten. Manchmal Ja und manchmal Nein. Und schauen wir uns dazu einige Fallunterscheidungen an. Die Hanbaliya unterscheidet im Gegensatz zur Mehrheit der Gelehrten. Sie sagt, wir haben zwei verschiedene Fälle. Fall Nummer 1, der Nahi, das Verbot, bezieht sich direkt auf die entsprechende Tat selbst oder auf eine Bedingung dieser Tat. In diesem Fall betrachten sie die Tat als Batil. Zweiter Fall, das Verbot bezieht sich weder auf die Tat noch auf eine Bedingung dieser Tat. In diesem Fall ist die Tat
nicht batel. Dazu schauen wir uns natürlich gleich ein paar Beispiele an, was das konkret bedeutet. Wenn es sich auf die Bedingungen bezieht, gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, rahimahumullah. Manche von ihnen sagen, dass in diesem Fall die Zuwiderhandlung zwar Sünde sei, die Tat jedoch gültig bleibe, weil die Bedingungen trotzdem erfüllt worden seien. Dazu folgt ein Beispiel. Andere sagen, dass die entsprechende Tat batel ist, wenn eine Bedingung nicht gegeben ist. Jetzt schauen wir uns, wir haben ja die zwei Aspekte, einmal der Aspekt der Ibadah, einmal der Aspekt der Muamala. Schauen wir uns ein Beispiel an in Bezug auf die Ibadah, ein Nahi auf eine Ibadah. Und zwar das Verbot, an einem Eid-Tag zu fasten. Das heißt, jemand fastet zum Beispiel am ersten Tag nach dem Ende von Ramadan. Am ersten Shawwal, der erste Shawwal ist ein Eid-Tag. Er fastet an diesem Tag als Annäherung zu Allah Azza wa Jal, aber der Prophet والسلام, hat ihm das Fasten an diesem Tag untersagt. Und deswegen ist jetzt die Frage natürlich, die sich stellt, wenn er jetzt trotzdem fastet, gilt sein Fasten oder gilt sein Fasten nicht? Das ist unsere entscheidende Frage. Das war jetzt ein Beispiel für einen Nahi in Bezug auf eine Ibadah an sich. Er hat direkt gesagt, faste nicht am Eidtag, sinngemäß übersetzt. Oder sinngemäß in der Hadith. Ein zweites Beispiel in Bezug auf Muamalat. Und zwar ein Vertrag, bei dem sich das Verbot an sich auf den Vertrag bezieht. Wobei das Beispiel jetzt ein bisschen umstritten ist, aber es geht nur, auch dass es umstritten ist, ist ein gutes Beispiel für uns, damit wir auch aus diesen Angelegenheiten lernen. Das Verbot, nach dem zweiten Gebetsruf zum Freitagsgebet etwas zu kaufen, sofern man zum Freitagsgebet verpflichtet ist, in diesem Fall sei der Vertrag batel. Also, angenommen, ich muss jetzt das als Hypothese formulieren, angenommen, es gäbe ein Hadith, der besagt, oder eine Ayah, die ungefähr so, ich meine, wir haben eine Ayah in Surat al-Jum'ah, die etwas, die es ähnlich besagt, aber angenommen, wir haben einen Textbeweis, der sagt, ihr dürft nach dem zweiten Gebetsruf am Freitag keinen Handel mehr betreiben. Dann wäre das ein Nahi, der sich auf den Vertrag direkt bezieht und dann würden wir sagen, dieser Vertrag ist batel. Das Beispiel ist aber nicht ganz astrein, weil so ein Hadith oder so eine Ayah, wie ich es gerade eben gesagt habe, gibt es nicht, sondern es gibt die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala وَذَرُوا الْبَيْعُ und unterlasst den Handel. Und hier unterscheiden die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, und das ist auch die richtigere Ansicht, die sagen, das Verbot der Nahi bezieht sich eben nicht auf den Vertrag an sich, sondern auf den Umstand, unter dem der Vertrag zustande gekommen ist, weil es ja offensichtlich darum geht, dass man das Freitagsgebet nicht verpassen soll und nichts tun soll, wodurch man vom Freitagsgebet abgehalten wird, wodurch man sich zu ihm verspäten würde. Insofern sagen sie, das Verbot bezieht sich eigentlich nicht direkt auf den Vertrag, denn der Vertrag, wir haben einen Käufer, wir haben einen Verkäufer, wir haben eine sogenannte Sira, das ist meistens eine Formulierung, die man sagt, ich verkaufe es dir für so und so viel und andere sagt, ich akzeptiere es, kann auch durch eine Handlung ersetzt werden. Das heißt also, die Pfeiler eines Kaufvertrages sind erfüllt und das Problem ist nur, dass dieser Kaufvertrag nach dem zweiten Gebetsruf stattgefunden hat, zu einem Zeitpunkt, an dem man keine Kaufverträge schließen darf. Insofern sagen die meisten Gelehrten, der Kaufvertrag ist gültig, aber die Teilnehmer sündigen
sofern sie natürlich zum Freitagsgebet verpflichtet sind und sofern dieser Kaufvertrag nicht sogar zum Freitagsgebet und seiner Teilnahme beigetragen hat, wie im Falle, wenn man sich Wasser für den Wudu kauft. Beispiel, das war jetzt Beispiel dafür, dass sich der Nahi auf die Ibadah oder den Vertrag direkt bezieht. Jetzt schauen wir uns ein Beispiel an, bei dem sich der Nahi oder das Nahi, wie man will, das Nahi wegen das Verbot, ja, sich auf eine Bedingung der Ibadah bezieht, auf eine Schart. Denn wir haben ja gesagt, die Hanbaliten unterscheiden, sie sagen, das Verbot bezieht sich direkt auf die entsprechende Tat selbst oder auf eine Bedingung dieser Tat. Also schauen wir uns ein Beispiel an für Bedingungen, eine Ibadah. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Männern das Tragen von Seide verboten. Das Bedecken der Aura im Salah ist eine Bedingung des Gebetes. Also eine Bedingung für die Gültigkeit des Gebetes. Die Frage ist nun, wenn ein Mann seine Aura mit Seide bedeckt, ein Kleidungsstück anzieht, das aus Seide besteht, dann stellt sich die Frage, betrachten wir sein Gebet in diesem Fall als gültig oder als ungültig? Die Hanbaliyya in diesem Bezug sagen, dass das Gebet ungültig ist, weil er in Bezug auf eine Bedingung des Salah eine verbotene Tat begangen hat. Und die Mehrheit der Gelehrten, und das ist auch eine Ansicht des Imam Ahmad ibn Hanbal selbst, rahimahullah, die sagen, dass das Gebet in diesem Fall gültig ist, und das ist auch die richtige Ansicht, wie gesagt, weil das Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam lautete, dass das Tragen von Seide für die Männlichen unter dieser Umma verboten ist. Und er hat nicht gesagt, das Tragen von Seide zur Bedeckung der Aura im Gebet ist verboten. Wenn er das so gesagt hätte, alaihi salatu wasalam, dann wäre eine Bedingung des Salah verletzt und dann könnte man darüber diskutieren, ob dadurch das Gebet ungültig wird. Aber das Verbot bezieht sich also nicht auf das Gebet an sich, sondern bezieht sich, wenn überhaupt, dann auf eine Bedingung des Gebetes. Und in diesem Fall würden wir sagen, die Aura ist bedeckt, auch wenn sie durch ein verbotenes Material bedeckt worden ist. Und das Gebet ist gültig und die Person sündigt, aber diese Sünde, das Tragen von Seide, hat keinen Einfluss auf das Gebet an sich. Ein weiteres Beispiel ist das berühmte Beispiel einer Person, die Wudu vollzieht, allerdings mit gestohlenem Wasser. Und auch in diesem Fall gilt die gleiche Angelegenheit. Manche Gelehrte bezeichnen diesen Wudu als ungültig, weil er dieses gestohlene Wasser gar nicht verwenden darf. Und wir sagen, richtigerweise ist der Wudu gültig, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat von ihm verlangt, ein Wudu durchzuführen mit Tahur-Wasser. Und das hat er auch gemacht. Und deswegen gibt es für uns keinen rechtmäßigen Grund, seinen Wudu für ungültig, für Fasid zu erklären. Allerdings sündigt er, denn er hätte dieses Wasser weder natürlich stehlen dürfen, aber wichtiger, er hätte es dann auch nicht verbrauchen dürfen für seinen Wudu. Ein weiteres Beispiel, das war jetzt ein, wir haben jetzt ein Beispiel gesehen für ein Schart bei einer Ibadah. Jetzt gibt es aber auch ein Nahi für ein Schart, auf ein Schart für einen Vertrag. Und zwar das Verbot, ein Tier zu kaufen, das noch nicht geboren ist. Das wäre ein Beispiel dafür. Das Verbot, ein Tier zu kaufen, das noch nicht geboren ist. Das Beispiel ist aber auch nicht ganz astrein, weil dieses ist auf jeden Fall verboten, aber nicht wegen der Verletzung einer Bedingung,
sondern weil das Verkaufen von unbekannter Ware verboten ist. Man darf nicht etwas verkaufen, was unbekannt ist. Aber warum könnte man das auch als Beispiel für die Verletzung einer Bedingung eines Kaufvertrages sehen? Weil zur Bedingung von Kaufverträgen gehört wiederum, dass der Käufer weiß, was er kauft. Das heißt, wenn man es aus dieser Hinsicht sieht, dann könnte es passen. Aber sowieso ist das Verkaufen von unbekannter Ware uns verboten worden. Und deswegen ist dieser Kaufvertrag auf jeden Fall ungültig. Fazit. Beispiel dafür, dass ein Nahi mit dem Gottesdienst selbst nichts zu tun hat und auch nicht mit einer Schart. Also mit dem Gottesdienst selbst, das war das Beispiel vom Fasten am Eid. Mit einem Schart war das Beispiel von gestohlenem Wasser zum Beispiel, zur Verwendung zum Wudu. Und jetzt schauen wir uns einen Nahi an, der sich weder auf den Gottesdienst selbst bezieht, noch auf einen Schart des Gottesdienstes. Das Verbot für einen Mann, einen Turban aus Seide zu tragen. Warum? Weil im ersten Beispiel mit der Seide ging es ja um das Bedecken der Aura. Und das Bedecken der Aura ist ein Schart des Salah. Aber das Tragen einer Kopfbedeckung ist keine Bedingung für die Gültigkeit des Gebetes. Und insofern passt dieses Beispiel. Und dann würden wir hier erst recht sagen, das Gebet ist gültig, aber der Mann sündigt, denn ihm ist verboten worden, Seide zu tragen. Und natürlich kann man das Gleiche auch mit anderen Materialien machen, durchspielen, wie Gold oder Kleider, die mit der Saflop-Pflanze gefärbt worden sind. Beispiel dafür, dass das Verbot mit dem Vertrag selbst nichts zu tun hat und auch nicht mit einer seiner Bedingungen. Also wir spielen ja immer das ganze Spiel durch, sowohl mit der Ibadah als auch mit der Muamala, richtig? Das Verbot zu betrügen. Das Verbot zu betrügen. Verkauft jemand etwas und betrügt dabei, bleibt der Vertrag gültig. Denn dieses Verbot bezieht sich weder auf den Vertrag selbst, noch auf eine seiner Bedingungen. Also jemand verkauft dir sein Auto für 1000 Euro und verheimlicht, dass dieses Auto einen Motorschaden hat. Dann ist das eine Form von Betrug, zweifellos. Aber warum sagen wir, der Vertrag bleibt gültig? Weil es könnte ja sein, dass du im Nachhinein sagst, ich möchte diesen Vertrag akzeptieren. Und ich nehme diesen Motorschaden in Kauf, weil ich ihn zu reparieren weiß oder weil ich das Auto trotzdem brauche, aus anderen Gründen, weil ich eben Teile vom Auto brauche, wie auch immer. Insofern, der Vertrag ist nicht verletzt worden. Warum? Weil du hast eine Ware und du hast die beiden Vertragspartner und die waren beide mit dem Kauf einverstanden und so weiter und so fort. Was für ein Recht hast du dann im Nachhinein als Käufer? Ja, du hast ein Recht auf den sogenannten Khiyar, das heißt, das ist das Recht auf darauf, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und es ist ein Unterschied, ob ich sage, dass der Vertrag von Grund auf ungültig war, oder ob ich sage, dass der Vertrag, dass ich im Nachhinein vom Vertrag zurücktrete. Das ist ein Unterschied, weil wenn ich sage, der Vertrag ist von Grund auf ungültig, oder andersrum gesagt, wenn ich sage, dass der Vertrag gültig bleibt und ich erst dem Käufer hinterher das Recht einräume, sich vom Kaufvertrag zurückzuziehen, dann ist jegliche Preisschwankung zugunsten oder auf Kosten des Käufers. Und jeglicher, also das heißt jeglicher Ertrag und jeglicher Gewinn, der sich daraus ergeben hat, ist zugunsten des Käufers. Und wenn ich von vornherein sage, der Vertrag war niemals gültig gewesen, dann ist auch die Ware niemals vom Verkäufer zum Käufer übergegangen. Und deswegen ist jede
Art von Wertminderung oder Wertsteigerung oder jede Art von Ertrag oder jede Art von Verlust zugunsten des Verkäufers oder zu Lasten des Verkäufers. Insofern spielt das schon eine große Rolle, weil es ist ja nicht immer so, dass dieser Betrug von in den nächsten 2 Sekunden aufgedeckt wird. Kann ja auch sein, dass der Betrug erst innerhalb von Jahren aufgedeckt wird. Tayyib. Der Beweis dafür, für das, was wir gesagt haben, also wir haben es gesagt, das Verbot zu betrügen ist ein Gebot, das sich, oder ein Verbot, das sich weder bezieht auf den Kaufvertrag an sich, noch auf eine Bedingung des Kaufvertrages. Und der Beweis dafür, dass der Vertrag gültig ist, ist der folgende Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Folgendes gesagt hat: La talaqqaw al-jalab, faman talaqqahu fashtara minhu fa'idha ata sayyiduhu al-suq, fahuwa bil-khiyar. Geht nicht auf die Fremden zu, gemeint ist auf die fremden Sklavenverkäufer zu, noch bevor sie den Markt erreicht haben. Denn wer einen Fremden empfängt und von ihm etwas kauft, dann hat sein Eigentümer, sobald er zum Markt kommt, die Wahl. Noch einmal anders ausgedrückt, vielleicht hat nicht jeder den Hadith gleich verstanden. Es geht darum, dass es wohl in vielen Ländern gibt es Stadtbewohner und auch Landbewohner, Beduinen. Und diejenigen, die auf dem Land leben, bringen ihre Ware in die Stadt. Und dann passiert es, dass sie, noch bevor sie in der Stadt ankommen, abgefangen werden von bestimmten Händlern. Und warum kommen die Händler ihnen entgegen? Ja, weil sie sagen ihnen, hört mal zu, der Preis in der Stadt für die Ware ist so und so viel und macht euch nicht den ganzen Weg in die Stadt, spart ihn euch, wir bieten euch einen Preis an für so und so viel und nehmen euch die gesamte Ware ab. Und das ist natürlich sehr verlockend für den Arbeiter, aber es kann natürlich sehr leicht sein, dass er reingelegt wird und dass er am Markt feststellt, dass der Preis viel höher angesetzt war, als man ihm das gesagt hat. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn dann sein Eigentümer kommt, sein Chef, ja, heutzutage der Arbeitgeber zum Beispiel, ja, der kommt und er stellt dann fest, dass der Marktpreis ein ganz anderer ist, dann hat er die Wahl. Was heißt, er hat die Wahl? Er hat die Wahl zu sagen, entweder der Vertrag bleibt bestehen oder ich möchte die Ware zurückgeben, ich möchte die Ware wieder haben und mein Geld wieder, das Geld wieder zurückgeben. In diesem Zusammenhang gilt gerade für die Mu'amalat, also diese zwischenmenschlichen Handlungen, alles was keine Ibadah ist, dass versucht wird, Verträge sofern möglich für Sahih zu erklären. Das ist eine Regel bei uns im Fiqh. Wir versuchen, wenn es möglich ist, einen Vertrag für gültig zu erklären, ihn auch für gültig zu erklären. Und deswegen lautet, und das ist eine Regel, die lautet: Die Anwendung von Textbeweisen hat Vorrang gegenüber ihrer Missachtung. Die Anwendung von Textbeweisen hat Vorrang gegenüber ihrer Missachtung. Auf Arabisch: I'malun nususi awla min ihmaliha. Ein Beispiel für ein Nahi hinsichtlich einer Ibadah. Jemand tritt vor Sonnenuntergang des letzten Ramadan-Tages in den Ihram für die Hajj. Jemand tritt vor Sonnenuntergang des letzten Ramadan-Tages in den Ihram für die Hajj. Taban, als Hintergrund wissen, sollte man wissen, dass man in die Hajj nicht vor Ende Ramadan eintreten kann, weil die Hajj-Monate erst mit Shawwal beginnen. Deswegen, da dies nicht möglich ist, wird dieser Ihram nach manchen Gelehrten automatisch zu einem Ihram für eine Umrah. Weiteres Beispiel. Jemand, also hier könnte man sagen, der Nahi bezieht sich darauf, dass man in den Ihram nicht eintreten darf, erst zum Shawwal. Aber
statt dass wir eben sagen, dieser Ihram ist batil und fasid, wir haben die Möglichkeit, diesen Ihram von einer Hajj in eine Umrah umzuwandeln. Und deswegen sagen wir, lieber wandeln wir es eine Umrah um, statt den Vertrag für ungültig zu erklären. Weil wir haben gerade die Regel gehört, ja, I'malun nususi awla min ihmaliha. Die Anwendung von Textbeweisen hat Vorrang gegenüber ihrer Missachtung. Lieber achten, wir versuchen einen Vertrag für gültig zu erklären, statt ihn für ungültig. Sofern es natürlich religiös möglich ist. Ein weiteres Beispiel. Jemand beginnt sein Fajr-Gebet vor Beginn der Gebetszeit. Jemand kommt zu dir und sagt zu dir, ich habe mein Fajr-Gebet zu früh gebetet. Ist mein Gebet ungültig? Sag ich, nee, dein Gebet ist gültig, aber als Nafila. Und als Fard musst du es nochmal machen. Wir hätten auch sagen können, dein Gebet ist ungültig. Du hast Fajr gebetet und Fajr zur falschen Zeit ist ungültig. Aber wir sagen, Moment, es gibt doch auch die Möglichkeit, freiwillig zu beten. Und freiwillig zu dieser Zeit ist doch kein Problem. Also ist es besser, wir erklären, sofern es möglich ist, dieses Gebet zu einem freiwilligen Gebet, statt dass wir ihm sagen, dass sein Gebet ungültig geworden ist. Beispiel für eine Mu'amala. Jemand kauft nach dem Adhan zum Freitagsgebet ein halbes Kilo Erdbeeren. Jemand kauft nach dem Adhan zum Freitagsgebet ein halbes Kilo Erdbeeren. Gemäß der Regel, haben wir gesagt, ist der Vertrag sahih, weil das Verbot sich nicht auf den Kaufvertrag an sich bezieht, sondern auf die Zeit, in der der Kaufvertrag stattfindet. Also ist der Vertrag nicht fasid, aber dennoch hat er gesündigt. Das heißt, praktisch gesehen, er darf es nicht machen. Also von vornherein ist klar, er darf es nicht machen. Nur jemand kommt zu dir und sagt, es ist passiert. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel, wo so etwas vielleicht eine Rolle spielen kann. Also jemand kauft Gold, nachdem der zweite Adhan am Freitag ausgerufen worden ist. Okay? So. Dann hat er dieses Verbot begangen. Und wir haben gesagt, der Vertrag ist richtigerweise gültig. Stell dir mal vor, nach einem Jahr liest er, dass es verboten ist, Kaufverträge nach dem zweiten Adhan abzuschließen. Und jetzt zanken sie sich. Warum? Weil innerhalb eines Jahres der Preis für Gold sich verdoppelt hat. Und jetzt natürlich der eine von beiden sagt, der Vertrag, der war ungültig. Und er will ihn rückgängig machen. Und der andere sagt, nein, der Vertrag war gültig. Weil das Verbot bezieht sich ja nicht auf den Vertrag an sich, sondern auf die Zeit, in der es stattfindet. Das heißt, ihr seht, diese Thematik hat einen durchaus großen Einfluss auf die Praxis. Dann haben wir uns auch beim Amr die Frage gestellt, wenn wir ein Amr haben, bedeutet das automatisch, dass das, was wozu aufgefordert wird, wajib ist? Und das gleiche stellen wir uns auch, gleiche Frage stellen wir uns auch beim Nahi. Und darüber haben wir natürlich auch schon gesprochen und mussten auch darüber sprechen, aber wiederholen es noch einmal in einem Beispiel, inshallah. Wenn etwas verboten wird, ist es deswegen automatisch haram? Und die Antwort lautet, wir haben gesagt, grundsätzlich ja, aber es muss nicht immer der Fall sein. Und ihr könnt euch noch erinnern, wir haben ein Beispiel erwähnt, und zwar der Hadith, La yumsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Niemand soll sein Geschlechtsteil mit seiner rechten Hand anfassen, während er uriniert. Und da haben wir gesagt, dass dieser Hadith, die meisten Gelehrten verstehen ihn so, dass das Anfassen des Geschlechtsteils mit der rechten Hand makruh ist und nicht haram ist, weil es eben einen Hinweis darauf gibt und der Hinweis ist die allgemeine Regel, die besagt, dass ein Verbot, das sich auf
bei dem es um Anstandsregeln geht, als Makruh zu verstehen ist und nicht als Haram. Und das haben wir abgeleitet aus Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Regel ist unser Beweis, aber natürlich jede Regel ist ja irgendwo abgeleitet. Ein Verbot kann also bedeuten Haram. Ein Verbot kann aber auch bedeuten Makruh. Ein Verbot kann auch eine reine Empfehlung sein für dich. Auf Arabisch Irshad. Schauen wir uns einmal an, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal zu Mu'ad ibn Jabal gesagt hat, radiallahu anhu. Er sagte: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Versäume es nicht, nach jedem Gebet zu sagen: O Allah, hilf mir, deiner zu gedenken, dir zu danken und dir auf schöne Weise zu dienen. Und deswegen die Muslime, viele von ihnen, die die Sunna befolgen, sagen dieses Dua am Ende ihres Gebetes. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Und die Frage ist jetzt, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, la tata'anna, das heißt, versäume es nicht oder unterlasse auf keinen Fall, dieses Bittgebet zu sagen. طيب, wenn er es doch jetzt unterlassen würde, dann hat er dem Nahi zuwidergehandelt. Aber würde jemand sagen, dass dieser Nahi bedeutet, es war haram? Mit Sicherheit nicht. Denn das Dua sprechen am Ende des Salah, wenn man fertig ist mit all seinen Aufgaben, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ja, das ist das Letzte, was man machen muss, bevor man den Taslim spricht. Alles andere danach ist Bittgebete. Insofern, die freiwilligen Bittgebete sind ja nicht verpflichtend. Und deswegen, nicht jeder Nahi, wie wir gesagt haben, bedeutet, dass die Sache haram ist. Woher wissen wir das? Naja, wir haben ja die Regeln dazu erwähnt, aber letztendlich natürlich, du fragst einen Gelehrten. Weil diese sogenannten Sarif, von dem wir letzten Unterricht gesprochen haben, die weiß ja der Gelehrte. Und Sarif können ja andere Hadithe sein, andere Ayat sein, ein Ijma' sein und so weiter und so fort. Und deswegen braucht man einfach jemanden, der sich möglichst gut auskennt in der Religion, um auszuschließen, dass es nicht doch irgendeinen Sarif gibt, sodass der Hukum Shar'i nicht haram ist, sondern Makruh zum Beispiel oder anders. Eine andere Frage, jetzt haben wir praktisch diese wichtigsten Themen bei Amr und Nahi behandelt. Und zwar, an wen richten sich eigentlich Amr und Nahi? Also es geht natürlich um den sogenannten Mukallaf. Der Mukallaf ist der Schuldfähige. So nennt man ihn sogar auch im deutschen Recht. Und der Schuldfähige, der Mukallaf, ist immer jemand, der zwei Bedingungen erfüllt hat. Die eine Bedingung ist, dass er biologisch reif ist. Und die zweite Bedingung ist, dass er geistig gesund ist. Das erste nennen wir Baligh und das zweite nennen wir Aqil. Und statt dass wir immer sagen, er ist Baligh und Aqil, sagen wir einfach, er ist Mukallaf. Weil erst, wenn er diese beiden Bedingungen erfüllt hat, können wir ihm eine Schuld zuweisen und können ihn sozusagen verschulden. Ein Kleinkind ist also kein Mukallaf. Ein Kleinkind ist kein Mukallaf. Aber dennoch, interessanterweise, unterscheiden wir in der Religion zwischen den Altersstufen. Und zwar haben wir zwischen dem Baligh und dem Kleinkind noch den Mumayyiz. Und diesen Mumayyiz, der wird auch schon aufgefordert vom Gesetzgeber, bestimmte Sachen zu tun, aber nicht, weil er schuldfähig ist, Mukallaf ist, sondern damit er sich an die Ibadat gewöhnt. Und das klassische Beispiel dafür ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem er gesagt hat: Muru awladakum lis salati wa hum abna'u sab'a. Das heißt,
ordnet euren Kindern an, im Alter von 7 Jahren zu beten. Obwohl sie nicht mukallaf sind. Mit 7 ist noch niemand mukallaf. Aber trotzdem sollen sie beten. Nicht, weil sie mukallaf sind, sondern damit sie sich daran gewöhnen, zu beten. Und deswegen könnte man eigentlich auch den Befehl eher betrachten als eine Anweisung an die Eltern natürlich. Der Begriff mukallaf beinhaltet dann auch, dass geistig Kranke nicht angesprochen werden. Und deswegen gibt es auch eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Geisteskranke am Tag der Auferstehung sich beschweren wird. Sinngemäß, er will damit sagen, warum soll ich in die Hölle gehen? Ich habe den Islam nicht angenommen, aber wie hätte ich ihn auch annehmen können? Ich war ja gar nicht geistig in der Lage, ihn anzunehmen. Und das weist darauf hin, dass eben der Geisteskranke nicht mukallaf ist. Diese Thematik ist deswegen interessant. Erstens, damit wir wissen, wer mit Amr und Nahi von uns angesprochen ist. Aber auch, um zu sehen, sind alle, die mukallaf sind, nach unserer Definition, die wir gesagt haben, sind alle, die mukallaf sind, angesprochen von Amr und Nahi? Darf man nicht zu voreilig Ja sagen, weil es gibt Muslime, aber es gibt auch Nicht-Muslime. Und wenn du sagst, jeder Mukallaf ist angesprochen, dann würdest du auch sagen, dass der Nicht-Muslim mit dem Beten, mit dem Fasten und so weiter angesprochen ist. Und das ist eine kontroverse Angelegenheit unter den Ulama, rahimahumullah. Denn daraus ergibt sich nämlich einiges. Zusammengefasst sagen wir, der Nicht-Muslim ist auch angesprochen, aber erst sekundär. In erster Linie, primär wird er angesprochen, den Islam anzunehmen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Und nichts anderes verhindert, dass ihre Ausgaben von ihnen angenommen werden, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen. Das heißt, die Zakat oder die Sadaqa oder die Nafaqa, die sie bezahlt haben, wurde nicht angenommen, weil sie Allah und seinen Gesandten verleugnen. Also ist der Islam Voraussetzung für die Annahmen der guten Taten. Aber wie gesagt, wir fordern den Nicht-Muslim nicht dazu auf, den Amr und Nahi zu grundsätzlich den Amr und Nahi zu berücksichtigen und danach zu handeln. Und sogar wenn der Nicht-Muslim den Islam angenommen hat, fordern wir ihn nicht zum Nachholen auf. Und das ist eine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, denn jemand, der auf dieser Welt lebt, ist von Allah azza wa jal verpflichtet worden, seine fünftägigen Gebete zu verrichten. Und diese 5 Gebete täglich, die hat einer, der im Alter von 40 Jahren den Islam annimmt, um die 30 Jahre versäumt. Und wenn Allah wollte, hätte er ihnen auferlegt, dass sie diese Gebete nachholen müssen. Aber Allah sagte azza wa jal, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Sagt zu denen, die ungläubig sind, wenn sie aufhören, das heißt, wenn sie den Islam annehmen, wird ihnen vergeben, was bereits vergangen ist. Allah fragt sie nicht mehr nach dem, was sie vorher gemacht haben. Auch der Prophet sagte einmal zu Amr ibn al-As radiallahu anhu, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ. Wusstest du nicht, dass der Islam alles auslöscht, was man vorher getan hat? Aber was ergibt sich denn dann praktisch gesehen aus unserer Angelegenheit? Naja, da ergibt sich erstens etwas für das Jenseits und auch anderes für das Diesseits. Erstens für das Jenseits ergibt sich, wenn der Kafir durch die einzelnen
Amr und Nahi angesprochen wird, dann wird er im Jenseits für jede einzelne Unterlassung eines Amr oder Begehen eines Nahi zur Rechenschaft gezogen. Und nicht für den Kufr alleine. Und der Beweis dafür, der ist in Surat Al-Muddathir 74. Dort heißt es sinngemäß übersetzt: Was hat euch in Saqar geführt? Saqar ist einer der Namen der Hölle oder ein Teil der Hölle. Was hat euch in Saqar geführt? Ja, die Gläubigen, sie fragen, oder andere fragen die Ungläubigen in der Hölle: Was hat euch in Saqar geführt? Sie werden sagen: Wir gehörten, und das sind ganz wichtige Punkte, auf die ein Muslim achten muss, weil das sind Gründe dafür, in die Hölle zu kommen. Wir gehörten nicht zu denjenigen, die beten. Nummer eins. Und wir pflegten nicht, den Armen zu speisen. Nummer zwei. Und wir pflegten, auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führen. Nummer drei. Und wir erklärten stets den Tag des Gerichts für Lüge, bis die Gewissheit zu uns kam. Nummer vier. Und wie die Gelehrten gesagt haben, der letzte Punkt, das Erklären des Tages des Gerichtes für Lüge, reicht als Argument, jemanden als Kafir zu bezeichnen, oder nicht? Insofern, warum sind dann diese anderen Gründe, diese anderen Ursachen, ebenfalls Ursachen, dass sie in die Hölle kommen? Ja, weil sie auch dadurch angesprochen worden sind. Insofern wird der Kafir für jedes Gebet, das er nicht verrichtet hat, zur Rechenschaft gezogen. Und für jede Zakat, die er nicht entrichtet hat, und so weiter und so fort. Für jede einzelne Sache, die er unterlassen oder begangen hat und nicht hätte begehen dürfen, wird er zur Rechenschaft gezogen. Die Sache ist im Koran Karim sogar noch gewaltiger. Sogar die Gunsterweisungen Allahs, jede einzelne Ni'ma auf dieser Welt, hat Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich nur gemacht für die gläubigen Menschen. Und wenn der Ungläubige eine Ni'ma, und die Ni'ma von Allah azza, die kann man nicht zählen. Wenn ein Ungläubiger von einer Ni'ma profitiert, wird er auch dafür zur Rechenschaft gezogen. Es gibt auch einen logischen Beweis dafür, denn ein Muslim, wenn ein Muslim ein Nahi begeht, wird er zur Rechenschaft gezogen. Und wenn du dem widersprechen würdest, was wir vorhin gesagt haben, würde es bedeuten, der Muslim wird zur Rechenschaft gezogen, der Kafir aber nicht. Das ist, wie gesagt, die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und andere sind der Ansicht, dass ein Kafir nicht mukallaf ist. Und manche sagen, der Kafir wird auch nicht durch die Nahi und Amr angesprochen. Und deswegen, wenn man zum Beispiel, was ergibt sich praktisch daraus? Daraus würde sich praktisch ergeben, ob ich einen Kafir bei der Sünde unterstütze oder nicht. Und nach der richtigeren Ansicht, wie wir gelernt haben, wenn ich zum Beispiel Fleisch habe, das nicht halal ist, darf ich das auch einem Kafir nicht geben zum Essen. Warum? Weil es für ihn genauso haram ist wie für mich. Wenn ich sage, würde er es nicht mukallaf, kann ich ihm zu essen geben. Richtig? Und nach unserer Ansicht geht nicht. Nach unserer Ansicht darfst du es jemandem geben, der nicht mukallaf ist, zum Beispiel einem Tier. Wenn du es einem Hund gibst, einem Vogel gibst und so, er isst das Fleisch, was nicht halal ist, ist kein Problem, weil du unterstützt ihn nicht bei der Sünde. Aber den Kafir würdest du bei der Sünde unterstützen. Wenn du sagst, nein, der Kafir ist nicht mukallaf, dann darfst du ihm es geben. Dann darfst du es ihm geben, weil du unterstützt ihn nicht bei der Sünde. Dann gibt es eine wichtige Frage, die wir uns stellen, da wir bei Amr und Nahi sind. Und bei Amr und Nahi ergibt sich ja meistens oder sehr oft die Frage, ist etwas wajib oder ist etwas haram?
Für uns ist ja als Gläubige immer wichtig zu wissen, bevor ich etwas mache oder etwas sage, darf ich das oder darf ich das nicht? Noch wichtiger als, muss ich das oder muss ich das nicht? Erstmal, darf ich das oder darf ich das nicht? Halal oder Haram? Deswegen stellt sich die grundsätzliche Frage, gehe ich bei einer Sache davon aus, dass sie halal ist, oder gehe ich bei einer Sache aus, dass sie haram ist? Noch einmal, ich blende alle Aspekte aus. Ich frage grundsätzlich, bevor ich Beweise finde, für oder dagegen, gehe ich grundsätzlich davon aus, dass das Sitzen und das Stehen und das Essen und das Trinken und das Laufen und das Reden und das Vertrag abschließen und das Lachen und so weiter und so fort, dass diese ganzen Angelegenheiten halal sind oder haram sind. Das ist eine, und die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben dazu drei verschiedene Ansichten. Die erste Ansicht ist, sie sagen, alles ist grundsätzlich haram, bis es einen Beweis dafür gibt, dass es halal ist. Und sie sagen als Begründung, alles gehört Allah Azza wa Jal. Was in den Himmeln und was auf der Erde ist, ist sein Eigentum. Und du darfst mit seinem Eigentum nur das machen, was der Eigentümer dir erlaubt hat. Die zweite Ansicht ist, die gegenteilige der ersten, alles ist halal, bis es einen Beweis dafür gibt, dass es haram ist. Und die Begründung dafür lautet, Allah Azza wa Jal sagte, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf. Das heißt, Allah hat uns diese Sachen grundsätzlich zur Verfügung gestellt und dadurch verstehen wir, dass sie für uns mubah sind. In einer Überlieferung lesen wir von Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. Der größte Verbrecher der Muslime ist jemand, der nach einer Sache fragt, die nicht verboten war und daraufhin aufgrund seiner Frage verboten wird. Also war sie vorher nicht verboten und sie wurde erst verboten durch ein Verbot. Also gehen wir davon aus, dass sie vorher halal war. Die dritte Ansicht unter den Ulama ist, dass man sich zurückhält. Das heißt, man kann darüber kein Urteil machen. Die Begründung, verboten ist das, was verboten wurde und erlaubt ist das, was für erlaubt erklärt wurde. Und wo es weder für das eine noch das andere einen Beweis gibt, ist Zurückhaltung geboten. Das sind die drei verschiedenen Ansichten. Und die zweite Ansicht ist die stärkste Ansicht unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Wie wir gesehen haben, aus dem einfachen Grund, denn die erste und die letzte Ansicht hat es eigentlich logisch begründet und die zweite hat einen klaren Textbeweis oder Textbeweise. Wenn wir nochmal die erste Ansicht uns anschauen, die gesagt hat, alles ist grundsätzlich haram, die haben gesagt, weil alles Allah Azza wa Jalla gehört. Tayyib. Eigentlich können wir diese Ansicht akzeptieren, aber Allah selbst hat uns doch gesagt, er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf. Also müsst ihr eigentlich von eurem Grundsatz zu einem neuen Grundsatz übergehen. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, dieser Punkt. Eure Ausgangslage ist, dass alles Allah gehört, deswegen muss er uns erlauben, etwas benutzen zu dürfen. Wir sagen, okay, das Argument ist logisch und stimmt auch überein. Allah sagt, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah gehört alles, was in Himmel und auf der Erde ist. Das ist richtig. Aber wir haben einen Beweis gefunden, dass eure Ausgangslage nicht mehr aktuell ist. Ihr müsst jetzt zu einer anderen Ausgangslage übergehen.
die nämlich lautet, all das, was Allah in Himmel und Erde erschaffen hat, hat er uns grundsätzlich erlaubt, weil er es gesagt hat. Also ist eure Ausgangslage nicht mehr aktuell, ihr müsst zu einer anderen Ausgangslage übergehen. Dann sind wir schon bei der zweiten Ansicht. Und die dritte Ansicht zu sagen, man hält sich zurück, ist schwach, weil wir Beweise gefunden haben dafür, dass wir uns nicht zurückhalten brauchen. Diese Thematik ist grundsätzlich der Fall. Das heißt also, in vereinzelten Themen kann es durchaus eine andere Ausgangslage geben. Das muss man verstehen. Wenn wir sagen, grundsätzlich ist alles für uns erlaubt zu tun und zu sagen und zu benutzen, was es gibt, dann ist das eine korrekte Ausgangslage, aber manchmal gibt es eben Beweise, die uns in bestimmten Themen sagen, Moment, die Ausgangslage hier ist eine andere. Einfachstes Beispiel, die Gottesdienste, die Ibadat. Bei einer Ibadah kannst du eben nicht machen, was du willst. Und da gilt grundsätzlich, dass das Verrichten einer Ibadah verboten ist. Bis du einen Beweis dafür hast, dass du sie ausüben darfst. Was bedeutet das konkret? Keiner darf auf die Idee kommen, eine Ibadah zu erfinden und Allah so anzubeten, wie er gerne hätte. Sondern du musst erst fragen, wie bete ich meinen Gott an? Und nur auf die Art und Weise darfst du es tun. Und nicht auf irgendeine andere Art und Weise. Das heißt also, hier haben wir eine andere Ausgangslage. Ich mache ein weiteres Beispiel. Wenn es um das Essen geht. Du kannst sagen, grundsätzlich gesehen, darf ich alles, was es an Nahrung gibt, essen. Okay. Jetzt schränken wir aber das noch ein bisschen ein. Jetzt gehen wir zu den Landtieren. Zu den Landtieren, die, wenn man sie verletzt, bluten. Wie zum Beispiel Schafe, Hühner, Ziegen, Kühe, Kamele, Pferde. Solche Tiere, jetzt sagst du, darf man sie grundsätzlich essen? Dann sage ich, stopp, unter einer Bedingung, dass sie so sterben oder so getötet werden oder so geschlachtet und geschächtet werden, wie deine Religion es dir vorschreibt. Also kannst du hier sagen, grundsätzlich gesehen, ist das Essen von solcher Art von Tieren haram, bis die entsprechenden Bedingungen dafür erlaubt sind. Ihr seht, wir sind im Muamalat-Bereich, wir sind nicht im Ibadat-Bereich. Wir sind im Muamalat-Bereich. Jemand hat einen Hasen und den möchte essen. Den darf er nicht einfach so essen. Sondern das ist für ihn haram, den Hasen zu essen. Bis der Hase artgerecht nach unserer Religion geschlachtet wird, oder nicht? Also ist das grundsätzlich haram, obwohl wir im Muamalat-Bereich sind. Okay? Deswegen, die Ausgangslage ist immer entscheidend. Wir haben gesagt, grundsätzlich ist alles erlaubt. Jetzt begeben wir uns aber in ein neues Gebiet. Die Würde der Menschen. Das Vermögen der Menschen. Die Frauen, das fremde Geschlecht. Es gibt viele Beispiele. Du kannst nicht sagen, grundsätzlich ist alles erlaubt, deswegen darf ich jede Frau anschauen. Nein. Bei den fremden Frauen ist es genau umgekehrt. Grundsätzlich darfst du keine fremde Frau anschauen. Bis du eine bestimmte Beziehung zu ihr hast, die ist dir eben erlaubt. Und die drei Arten von Beziehungen sind dir bekannt. Also Heirat und so weiter. Das heißt also, wir haben immer eine Ausgangslage, ein Asl. Und dieser Asl, der kann sich aber auch verändern. Anderes Beispiel. Jemand sagt, darf ich Fleisch essen, das vom Volk der Schrift geschlachtet worden ist? Sagen wir grundsätzlich gesehen, ja.
Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das erlaubt. Tayyib. Dann lebst du in einer Gesellschaft, in der die Leute zum Volk der Schrift gehören. Aber sie schlachten nicht mehr. Sie schlachten nicht mehr nach den alten Riten. Sie schlachten nicht mehr so, wie es damals das Volk der Schrift gemacht hat. Deswegen kannst du nicht mehr sagen, ich klammere mich an meinem Asl fest, ja, und sage, das Schlachten oder das Geschlachtete vom Volk der Schrift ist mir halal, deswegen esse ich es. Weil sie schlachten gar nicht mehr so wie sie es damals gemacht haben. Ja. Das heißt also, der Asl, von dem du ausgehst, die Frage ist, ist der überhaupt noch aktuell? Gilt der überhaupt noch? Als damals Allah subhanahu wa ta'ala zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam uns das vom Volk der Schrift geschlachtete Fleisch erlaubt hat. Welche Bedingungen waren da gegeben? Sie haben geschlachtet, sie haben das Tier ausbluten lassen, sie haben es nicht vorher getötet, sie haben Allahs Namen zum Beispiel erwähnt und so weiter. Okay, dann übertrage ich genau diese Angelegenheiten auf meine Situation. Gilt das immer noch, habe ich den gleichen Asl. Gelten diese Voraussetzungen nicht mehr, da kann ich ja nicht sagen, der Asl, der gilt immer noch. Eine weitere wichtige Thematik in Bezug auf Verbotenem ist, in der Religion gibt es Dinge, die ausdrücklich verboten worden sind. Aber es gibt manchmal auch Dinge, die nicht ausdrücklich verboten worden sind, sondern die zu Verbotenem führen. Und da kommt wieder der Aspekt des Mittel zum Zweck. Und dann ist eben die Frage, und das ist auch das letzte Kapitel für heute, inshallah ta'ala, zu diesem Thema. Dann ist eben die Frage, darf ich als Gelehrter, darf ich als Faqih etwas, was eigentlich nicht haram ist, als haram bezeichnen, weil es eben zu haram führt? Und das ist, das fällt unter diese berühmte Thematik Saddu al-Dhara'i'. Saddu al-Dhara'i' bedeutet, Wege zu versperren. Gemeint ist, die Wege zu Verbotenem zu versperren. Sadd oder Sadda, das Verb Sadda, bedeutet versperren. Und Dhara'i' ist der Plural von Dhari'a und bedeutet Vorwand oder Mittel. Das heißt, man versperrt den Weg zu irgendwelchen Sachen, die zu Verbotenem führen. Und wie versperre ich den Weg zu solchen Dingen, indem ich sie für Haram erkläre? Dann ist praktisch nicht mehr nur das Haram Haram, sondern das, was zu Haram führt, ebenfalls Haram. Und das nennt man Saddu al-Dhara'i'. Und das ist eine kontroverse Angelegenheit unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Nicht nur im Hinblick darauf, ob sie gültig ist oder nicht, und die Mehrheit betrachtet sie als gültig, und davon gehen wir auch aus, aber besonders im Hinblick darauf, wann man diese Regel zum Tragen kommen lässt und wann eben nicht. Aber das ist eine Angelegenheit der großen Ulama, rahimahumullah. Hierbei geht es also um die Frage, ob etwas, was an sich mubah ist, für haram erklärt werden darf, weil es zu etwas führt, das haram ist, also gleichsam als Mittel zum Zweck fungiert. Die Gelehrten sind darüber unterschiedlicher Ansicht. Erste Ansicht, Saddu al-Dhara'i ist kein Asl, auf dem man den Hukum haram aufbauen darf. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, Saddu al-Dhara'i ist ein Asl. Denn dafür gibt es zahlreiche Beweise. Beweis Nummer 1. Allah Azza wa Jal sagte: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Und schmäht nicht diejenigen, die sie außer Allah anrufen, damit sie nicht in Übertretung ohne Wissen Allah schmähen. Die Gelehrten sagen: Ist das Schmähen falscher Götter verboten? Nein. Mit Sicherheit nicht. Aber warum hat uns Allah also diese Sache verboten? Weil es
oder in welchem Fall hat das uns verboten, wenn es dazu führt, dass Allah geschmäht wird. Eine zweite Ayah. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. O die ihr glaubt, sagt nicht zum Propheten Ra'ina, sondern sagt Unvurna. In der arabischen Sprache bedeutet Ra'ina und Unvurna, das sind teilweise Synonym. Bedeutet das gleich. Das heißt, achte auf uns. Ra'ina, Unvurna, achte auf uns. Aber der Begriff Ra'ina hat noch eine zweite versteckte Bedeutung und kann bedeuten, du bist unser Dummer. Und deswegen, und das kommt von Ar-Ru'una, was der Leichtsinn ist, Leichtsinn, Dummheit, so in diesem Sinne. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla den Gläubigen verboten, das zu ihrem Propheten zu sagen, Ra'ina. Warum? Weil dieser Begriff mehrdeutig ist und von Kuffar verwendet worden ist gegenüber dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, um ihn zu schmähen. Und die Gläubigen sollen Begriffe benutzen, die nicht mehrdeutig sind und die Beleidigungen beinhalten können. Ein weiteres Beispiel. Also gemeint ist hier, also dass der Begriff an sich ist erlaubt, aber weil man darunter etwas Verbotenes verstehen könnte, wurde auch der Begriff Verbot. Allah Azza wa Jalla sagte: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Und sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit nicht bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen. Es geht also um die Frauen. Du kannst deine Füße mal aneinander schlagen, wie du möchtest, solange du dich nicht dabei verletzt. Aber wenn es darum geht, den vorbeilaufenden oder den anwesenden Männern sozusagen kundzutun, was sie an Schmuck an ihren Füßen trägt, dann ist die Sache verboten. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La'ana Allahu man la'ana walidayh. Wer seine Eltern verflucht, den verflucht Allah. Das heißt, hier natürlich ist das beides verboten und das eine führt zu etwas anderem. Der eine Fluch führt zum nächsten Fluch. Aber das Beispiel ist natürlich ein bisschen problematisch, weil das Fluchen der eigenen Eltern ist ja schon an sich schon ein Problem. Richtig? Aisha radiallahu ta'ala anha sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, أَلَا تَرُدُّهَا عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمِ. O Gesandter Allahs, willst du die Kaaba nicht wieder auf den Grundmauern Abrahams errichten? Gemeint ist, weil die Kaaba, wie sie heute ist, ist kleiner, als sie Ibrahim a.s. und Ismail gebaut haben. Und deswegen fragte Aisha den Propheten, da sagte er: لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتِ. Wäre dein Volk nicht kürzlich noch im Unglauben gewesen, würde ich es tun. Insofern hat der Prophet a.s. die Befürchtung gehabt, das Volk könnte ungläubig werden und diese Tat nicht akzeptieren, dass man mit dem Gotteshaus in Anführungsstrichen spielt. Und deswegen hat der Prophet a.s. diese Tat unterlassen. Weiteres Beispiel. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam zu Laqit ibn Sabra radiallahu anhu: وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Spüle deine Nase intensiv aus, es sei denn, du bist am Fasten. Ich denke, die Beweisführung ist klar. Umar radiallahu ta'ala anhu wird über ihn überliefert, dass er den Baum abschneiden ließ, von dem die Menschen meinten, darunter sei der Ridwan-Treue-Schwur geleistet worden. Der Ridwan-Treue-Schwur ist der Treue-Schwur, über den Allah Azza wa Jal in Surat al-Fath gesagt hat: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt: Allah
ist mit den Gläubigen zufrieden gewesen, als sie dir den Treueschwur unter dem Baum geleistet haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand wird das Höllenfeuer betreten, der unter dem Baum den Treueschwur geleistet hat. So, und damit da keine Leute kommen eines Tages und diese Eier missbrauchen und anfangen, Treueschwüre zu leisten unter dem Baum, unter ganz anderen Gesichtspunkten, hat Umar radiallahu anhu diesen Baum absägen lassen. Denn diese Verehrung von Orten und Plätzen und Bäumen und Pflanzen und Steinen, bei denen etwas Besonderes stattgefunden hat, ist eine Sache, die die Menschen leider immer wieder praktizieren. Also sogar heutzutage, wenn man sich die Bäume anschaut, die um den Hira-Berg sind, findet man Leute, die Sachen dort aufhängen, Tüten aufhängen mit irgendwelchen Hintergedanken. Oder man findet Leute, die zur Kaaba gehen und ihre Kleider an der Kaaba reiben, ja, um Segen dadurch zu erlangen und ähnliches. Das heißt, die Leute haben diesen Kult leider, diese Art von Schirk, möge Allah uns davor schützen und bewahren. Und Umar hat sich gedacht, was soll dieser Baum? Der Baum hat zwar eine schöne historische Bedeutung, aber wenn das dazu führt, dass die Menschen dem Schirk verfallen, dann lieber weg mit dem Baum. Und diese Ansicht, diese zweite Ansicht, ist auch die richtigere Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, dass eben Saddu al-Dhara'i' ein Argument ist. Aber ihr seht ja, das ist ja eine Einführung in Usul Fiqh. Aber die Frage ist natürlich, wie das praktisch aussieht, denn wenn man dieses zu weit ausweitet, dann wird man viele Dinge verbieten, die eigentlich erlaubt sind. Und wenn man es zu sehr einschränkt, dann, Gott bewahre, kann man unter dem Vorwand Mittel zum Zweck Verbotenes begehen und sagen, es ist ja eigentlich gar keine verbotene Sache. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, hier ein praktisches Beispiel auch dafür. Er hat das Küssen der Hand eines Gelehrten verboten, weil er das als eine Form der kleinen Niederwerfung ansah, rahimahullah. Insofern können manchmal Dinge, die eigentlich an sich erlaubt sind, verboten werden, und du brauchst und darfst dem Gelehrten nicht vorwerfen, dass er dafür keinen expliziten Beweis hat. Es reicht, dass nach aller Wahrscheinlichkeit diese Tat zu Verbotenen führen wird. Und deswegen haben auch die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, es verboten, dass man Trauben einem Weinhändler verkauft. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.